So einen an der Pfanne. Kai Gedan sieht aus wie ein Turmspringer und gibt Tipps. Let's go, Freunde. So, Leute, willkommen bei CMFKK TV. CMFKK am Start. V. Und wer es immer noch nicht weiß, das bedeutet Crazy Motherfucker King Kalle TV. So, jetzt haben wir es raus. Mikro ist kratzt hier am Kinn. Scheiße. Ist gut, Heiko, komm. Ihr wolltet heute ein, oder ich, ja doch, ihr wolltet das. Ich sehe schon in seinem Gesichtsausdruck, der ist abgefuckt. Ich soll über Kai Gedans Trainingstipps reden. Kai Gedan, wer ihn noch nicht kennt, kriegt schon Plack, wenn ich den Typen quatschen höre. Wer ihn noch nicht... Dankeschön, ich bin auch immer fresh, komm gerade vom Solarium. Ich war das letzte Mal im November. Ich gehe immer so alle 3 Monate, das reicht. Bobber Genetics, was ein geiler Accountname. Kennt, das ist unser neuer Wissenschafts-Bodybuilder, der in der Form eines Turmspringers auftaucht und ganz... Der Satz war schon geil, warte mal. Und auch diese Bewegung dabei, die der macht. Und dann, was Heiko sagt, hört mal genau zu. Bodybuilder, der in der Form eines Turmspringers auftaucht und ganz... Ein Bodybuilder in der Form eines Turmspringers auftaucht. Geil. Große Ratschläge verteilen kann, weil Kai weiß, wie es geht. Kai aus der Kiste hat nämlich keine Muskeln und aber ein sehr umfangreiches Wissen, wie es aussieht. Und wie gesagt, ich verstehe auch seine Braut nicht. Ist die verzweifelt oder was, Alter? Naja gut, scheißegal. Warum soll denn Leonie verzweifelt sein? Was ist denn hier los? Was habe ich verpasst? Wo die Liebe hinfällt. Auf alle Fälle. Was? Wo die Liebe hinfällt? Rot nicht. Ist die verzweifelt oder was, Alter? Naja gut, scheißegal, wo die Liebe hinfällt. Auf alle Fälle, Kai versucht da den Leuten zu erklären, wie es richtig gemacht wird, weil das Internet ja nur überflutet ist mit Trainingstipps, die bei manchen und vielen nicht funktionieren. Und dann erzählt er halt auch, dass manche sogar aus Verzweiflung zu Steroiden greifen. Ja, weil die Trainingstipps nicht funktionieren, das ist richtig. Der Typ hat so ein Ding an der Pfanne, Alter. Ja, und da wächst dann trotzdem halt nichts und dann zählt er halt so ein paar Sachen auf, was in den... Auf das Video haben wir ja auch reagiert, ne? Da habe ich mich auch schlapp gelacht, weil manche Sachen, die der da macht, Alter, das ist einfach das ganze Setup und so weiter. Natürlich kannst du irgendwo was verbessern, aber Digga, halt mal den Ball flach, das ist schon übertrieben, manche Sachen. Als ob irgendeiner im Studio so trainiert, Junge, ich würde da hingehen, ich würde mich einfach nur aufregen, wenn ich da einen sehe, der da den Beinstrecker modifiziert mit irgendwelchen Matten, Gummibändern und hast du nicht gesehen, Alter. Studios da falsch gemacht wird und ja, wie gesagt, ich finde es schon geil, dass ein Typ ohne Muskeln, weil wie gesagt, aus der Liga, wo ich komme, da ist das ein Typ ohne Muskeln, dass der so den Kanal aufreißt und versucht auch ein Stück vom Kuchen abzuhaben. Die Katze lässt er ja dann bei so ziemlich am Ende aus dem Sack, weil es ist ja einfach nur ein Verkaufsgespräch für seine Trainingspläne, DVDs und keine Ahnung was. DVDs, Junge! Wer verkauft denn heutzutage noch DVDs? Heiko, hallo, aufwachen. Hörbücher und Kinderbücher und was er da hat. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verbrannt, Alter. Oder? Nee, es kommt morgen, wird braun sein. Komm. Alles anbietet. Wie gesagt, das ist das Fazit am Ende, was dabei rumkommt. Ne? Dann witzig ist eigentlich dabei die ganze Zeit, dass er immer irgendwelche Brustübungen zeigt, wo er ja nur die größte Kackbrust auf dem Planeten hat. Also... Ich weiß nicht, woher der Typ oder wen oder was der im Spiegel sieht. Das wäre mal viel interessanter zu erfahren. Weil irgendwie glaubt der wirklich, der gehört in die Kategorie Bodybuilder. Ich meine, gut, wenn man mal sieht, wo er herkommt, wie er ausgesehen hat und wie er sich entwickelt hat, da hat er schon einige Fortschritte erzielt, ne? Weil natürlich, aber da muss ich tatsächlich, egal was Kai für ein Spinner ist, für mich ist Kai einfach ein Spinner. Vielleicht ist er nett, ist in Ordnung, aber... Man darf nicht vergessen, das Ganze ist natural entstanden und dafür ist es okay, es ist gut. Ich finde, es ist immer scheiße, dieses natural und gestopftes Bodybuilding in einen Topf zu werfen, weil das sind halt zwei Welten. Jeder, der mal natural trainiert hat und der dann irgendwann auf die dunkle Seite rübergewechselt ist, der wird mir recht geben. Das sind einfach zwei verschiedene, nicht Sportarten, weil du machst ja dasselbe, aber enhanced ist es einfach, du kannst die nicht in eine Tonne werfen, das geht nicht. Und dafür, was Kai gemacht hat, ich rede jetzt nicht von seinem Trainingsstil, von seinen Tipps und Tricks und was weiß ich, weil das finde ich auch Schwachsinn. Einfach nur, was er erreicht hat, sein Progress ist krass, muss man ehrlich sagen. Vorher hat er ausgesehen so wie... Dennoch amüsiert mich das Video sehr. Die, keine Ahnung, was sie 45 nach 45 mit der Planierraupe zusammengeschoben haben, so hat er vorher... Heiko, das hast du nicht gesagt. Heiko, das hast du nicht gesagt. Ausgesehen, was sie 45 nach 45 mit der Planierraupe zusammengeschoben haben, so hat er vorher... Boah, Digga, das... Nee. Ich sag nichts dazu, Freunde. Ich
Ich sage nichts dazu. Mort Müller, danke fürs Abo. Ja, ausgesehen und jetzt sieht er aus wie ein Sportler, also Turmspringer oder irgend sowas in der Richtung. Aber es ist ja nun ganz weit weg von Bodybuilding. Jetzt hat er mal eine Diät gemacht oder zwei, hat sich mal ein bisschen abgezogen und dann denken die gleich, wenn die einen geteilten Muskel sehen, dass das dann alles groß ist. Natürlich. Ja, Oberkörper ist bei Kai natürlich scheiße, muss man an der Stelle sagen. Ne? Natürlich bin ich natural, was denkst du denn? Beine sind brachial, aber obenrum, so sah ich nach ein Jahr Training aus, Freunde. Natural. Naja, egal. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in meiner Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnochzweiwochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch zwei Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Video. Hier ist ein geteilter Muskel, 3-mal größer wie ein glatter Muskel. Valentin Stoffler, damals noch natural, sehen wir hier. Und der erinnert mich jedes Mal, der sieht so gut aus, der Junge, der erinnert mich jedes Mal an Patrick Reiser. Aber im Endeffekt ist er ja trotzdem dünn. Es ist alles dünn an dem Typen. Ne? Der ist hochgewachsen, dadurch wirkt er oft wahrscheinlich für die meisten, Lurks wie ein Typ, also wie so ein Sportler. Aber so Bodybuilding-Tipps geben, wenn man so aussieht, da soll man einfach die scheiß Fresse halten, sich irgendwo verkriechen, ein Buch in der Hand nehmen, lesen, wie kann ich besser werden und nicht versuchen, da irgend so einen Mist zu verbreiten. Dann bin ich, kriege ich einen Anfall, Alter. Ne? Also wie gesagt, der Typ, der ist ja für mich nicht mal belustigend. Der, das nervt nur, dass der da so viel Gülle von sich gibt und hey Junge, das Video ist so geil. Versucht da Tipps zu verteilen, wenn man schon nicht die größte Ahnung hat und dann bei ihm selber. Die Kai hat schon mal ein Video gemacht über Kalle und über mich, wo der drauf eingegangen ist. Ich glaube nicht, dass, und er hat sich da es war so ein komisch, er könnte das Video wie immer anders aufziehen, finde ich. Ja, man soll nimm das, was du bekommst, nimm die ganzen Beleidigungen, die Angriffe und mach was Lustiges draus. Aber nimm nicht die Dinger, stell nicht die Kamera auf und hör auf, dich da recht zu fertigen. Das ist dumm. Das ist scheiße, dieses Rechtfertigen. Genauso wie Lars Ludwig letztens, wo der da so Hater-Kommentare einblendet. Ich finde das Schwachsinn, Digga. Ja, nimm das, mach doch, spiel den Film mit. Spielt euch den Ball gegenseitig zu, macht was Lustiges draus. Ja, und in dem letzten Video, was Kai da gemacht hat, gegen uns beide, war er mehr gegen Heiko, über mich wurde da nicht so viel geredet. Fand ich nicht stark, ganz ehrlich. Da könnte man was Geileres draus aufziehen, aber die Leute gucken nicht über den Tellerrand hinaus, leider. Die meisten Sachen offensichtlich. Und es ist wieder das, dass Leute nicht über sich selbst lachen können, die meisten. Ich glaube, Kai hat eigentlich einen guten Humor, weil das sind so zwei Freaks, Kai und Leonie, aber das war damals scheiße, das Video. Wirklich nicht funktionieren. Aber die Reaction auf Aber William-Kanal hat fast 100.000 erreicht, auf das Video von Kai. Dann hält man doch einfach die Fresse. Manchmal bin ich so ein Wichser, ne? Fresse lehnt sich nach hinten und lässt das andere machen. Aber nee, da müssen sie auf Krampf versuchen, auf Coach zu machen und dies und das und jenes und Berater und mit fachlichem Wissen um sich schmeißen. Ich weiß nicht, wie alt der Typ ist. Ist der 100? Nach dem Wissen. Nee, da hast du verwechselt. 100 ist Johannes. Was er hat, muss er 100 sein. Weil der ist so schlau, der Typ. Und dann immer mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mann, Bodybuilding besteht aus der Praxis. Deine Wissenschaft, die kannst du dir in deine komischen Haare schmieren. Digga, das ist das Allerletzte. Praxis, deine Wissenschaft, die kannst du dir in deine komischen Haare schmieren. Ey, ist das geil. Digga, das ist das Allerletzte. Leuten da, ja, das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Was ist denn wissenschaftlich bewiesen? Ne? Also, ich bin ohne Wissenschaft groß geworden. Ich habe probiert, rumgedoktert. Gut, wenn das zur Wissenschaft dazugehört, dann ist es wahrscheinlich wissenschaftlich erwiesen. Ey, Kalle, der Beste, Alter, ist ja voll in Rage hier. Aber immer nach diesem Lehrbuch. Herrlich, Alter, mit den Haaren, das hat mich gerade komplett auseinandergenommen. Kodex gehen und die Wissenschaft, die sagt das und dann ist das so. Ist doch totaler Blödsinn in dem Sport. Jeder Körper reagiert anders. Da kannst du mit deiner Wissenschaft dir in den Arsch schieben. So einfach läuft das Ding, ne? Geh raus, trainier vernünftig, mach vernünftig. Aber wo er recht hat, hat er recht. Mach keine Wissenschaft draus. Friss, schlaf, trainier. Und halt dein Maul, Alter. Die Bewegungsabläufe, versuch schweres Gewicht zu nehmen, ja. Geh bis an deine Grenzen, bis ans Muskelversagen und sei keine Pussy. Und alles andere ist... Hello, sorry for bothering you. I want to offer promotion. Go away from my stream. I don't want followers, viewers, chatbots. Verpiss dich. Svipirdalai, Alter.
Wo sind meine Onkels? Block den mal. Scheißgelaber oder so eine Fresse. Go away, Motherfucker. Ciao. Freizeitsportler, wie der Typ das dann ist, ne? Die dann auf die, in ihrer... This is a real community, no fake, fake viewer, fake followers. Adios, I don't need your Bangladesh shit. Do widzenia, bye bye. Eigen, neuest erfundene Kategorien. Sowas hätten sie früher nicht mal auf die Bühne gelassen, Alter. Hätten sie gesagt, was willst denn du hier? Ne? Aber jetzt sind das die großen Heroes, sind die neuen Helden. Vielleicht muss ich auch umdenken und mich an diesen Schwachsinn gewöhnen. Aber will ich auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Weil es geht mir einfach nur auf den Sack, dass so eine Typen, die denken, die haben ansatzweise was mit Leistungsbodybuilding zu tun, dass die einen Kanal aufreißen. So einfach ist das. So. Dass die einen Kanal aufreißen, auch geil. Habe ich noch nie gehört, den Begriff. Dass die ihr Maul aufreißen, aber er. Entschuldigung, Kai reißt einen ganzen YouTube-Kanal auf. Ich glaube, viel mehr gibt es zu dem Typen auch gar nicht zu sagen, weil. Ich glaube, Kalle ist wieder voll auf Stoff, Alter. Der ist voll in Roid Rage, Digga. Stellt mir lieber mal Fragen zu anderen Leuten, die ein bisschen was auf Tasche haben und nicht zu so einer Pflaume. Das ist, ja, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Deswegen ist Kalle heute sehr unentspannt, geht aus dieser Sendung sehr unentspannt raus. Gebt euch was für diese Frage von diesen Menschen, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben will. Lasst den quatschen auf seinem YouTube-Channel. Da, wenn er Freude hat, soll er da die Leute voll blöken, aber soll nicht davon ausgehen, dass den irgendjemand für ernst nimmt. Zumal, wenn ich wie so ein Breitmaulfrosch vor der Kamera sitze und dann so ein technisch gequatscht, krieg ich Tschüss, bin raus hier. Ist mir zu viel hier. Also das war wirklich seit langem das beste Video, was Kalle gemacht hat. Das war ja nicht mal gespielt. Das waren echte Emotionen, Digga. Brutal. Kalle und vollsten Respekt mit dem, was er sagt. Natürlich, er macht es ein bisschen asozial, wie er es rüberbringt, aber das ist unser King Kalle, ja. Dafür lieben wir ihn und hassen auch ihn, die meisten, viele. Ja, aber du sollst ja auch nicht jedem gefallen, denn das ist nicht unsere Aufgabe. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei, denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei OAs gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder OAs. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer 3-mal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.